Hedy verbrachte ihre Jugend in einem Haushalt voller Liebe. Ihre Mutter, Professor Basantkauer, war um die halbe Welt gereist, um an der Universität in Trois-Rivières, Quebec, Agrarwissenschaften zu lehren. Ihr Vater, Rajan Singh, hatte bemerkenswerten Erfolg mit einem Catering-Unternehmen in der kleinen Stadt in Quebec. Ihre frühesten Erinnerungen waren Geschichten aus Indien, und an ihrem 10. Geburtstag versprachen ihre Eltern ihr, nach Silvester mit ihr nach Punjab zu reisen. Während der Feiertage besuchten ihre Eltern eine Feier mit ihren besten Freunden Maurice und François Roy. Als Hedy ihre Eltern anrief, weil sie sich nicht gut fühlte, verließen sie diese in Eile. Bei der Fahrt über die kurvigen, verschneiten Landschaften von Quebec verlor Rajan die Kontrolle über den Wagen und rutschte in einen eisigen, dichten Wald. Es dauerte 2 Tage, bis ihre Leichen im Fahrzeug gefunden wurden. Als Hedys Fieber sank, stand die Polizei an der Tür und meinte, dass ihre Eltern nicht gelitten hätten. Aber Hedy war alt genug, um zu wissen, dass die Polizei nur freundlich sein wollte. Am nächsten Morgen wachte sie mit weißen Haaren und einer Frage auf, die sie für den Rest ihres Lebens beschäftigen würde. Die Roas nahmen Hedy auf und taten alles, um das Loch zu füllen, das ihre Eltern hinterlassen hatten. Trotz des gewaltigen Verlusts war Hedys Leben immer noch von Liebe erfüllt. Von der Liebe, die ihre Adoptiveltern für ihren Sohn Jordan hegten, und der Liebe der drei für sie. Aber das Trauma des Todes ihrer Eltern schien etwas in ihr zu wecken. Sie begann Dinge zu sehen, die sonst niemand sehen konnte. Schreckliche, unnatürliche, unerklärliche Dinge. Visionen quälten sie im Unterricht, zu Hause, im Bett. Ihre unvermittelten Schreie brachten ihr den Spitznamen Höllen-Hedy ein und trugen nur noch mehr zu ihrer Entfremdung und ihrem Kummer bei. Es war, als gäbe es Orte auf der Welt, an denen eine andere Dimension sich mit unserer verband. Jordan nannte diese verbundenen Bereiche Überschneidungen, und sie schienen Hedy Einblicke in eine dunkle Welt voller Schatten zu geben, die direkt aus einer kosmischen Horrorgeschichte zu stammen schien. Nachdem Hedy ihren Abschluss gemacht hatte, verspürte sie einen unerklärlichen Drang herauszufinden, wer ihre Eltern waren. Um Geld für eine Reise nach Indien zu sammeln, schlug ihr Bruder Jordan vor, dass sie ihre Fähigkeiten nutzen könnte, um alle Orte in Quebec zu erforschen und zu dokumentieren, in denen es spukte. Sie wollte mit einer heimgesuchten Anstalt beginnen. Im Dorea-Institut konnte Hedy die verbliebenen Erinnerungen der Patienten und Ärzte sehen und hören und noch viel mehr. Während sie ihre Eindrücke im Institut aufnahm, nannte sie die übergreifende Dimension nebenbei Verwüstung. Denn sie griff sie nicht nur mit Erinnerungen aus verschiedenen Zeiten und von verschiedenen Orten an, sondern schien sich auch von psychischer Energie zu ernähren. Sie spürte, dass die Verwüstung ein lebendes Mosaik von menschlichem Leid war, das die Welt langsam verdarb und verschlang. Sie schloss, dass sie weiter ermitteln musste, um herauszufinden, ob an ihrer Hypothese etwas dran war. Jordan zeigte die Aufnahmen ihrem Onkel Stephen, der ihnen half, aus ihren Aufzeichnungen eine Online-Serie zu machen. Kurz nachdem sie die erste Folge hochgeladen hatten, ging Verwüstungen des Abgrunds bereits viral. Fans von wahren Kriminalfällen, Geisterjäger und Skeptiker tauschten sich in den Kommentaren aus und teilten ihre eigenen Theorien dazu, was sie da erlebte. Stephen übernahm die Produktion und überreichte Hedy bald ihren ersten Scheck als professionelle Podcast-Betreiberin. Da sie nun Mittel zur Verfügung hatte, konnte Hedy die unheimlichsten Orte der Welt besuchen, um Antworten zur Verwüstung zu finden. Ihre Nachforschungen führten sie zu einer einsamen Insel, auf der einmal eine ganze Stadt auf geheimnisvolle Art und Weise verschwand. Es waren nur Dutzende leere Häuser zurückgeblieben. Noch nie hatte sie den Einfluss der Verwüstung so stark gespürt wie hier. Die Luft pulsierte vor Leid und Grausamkeit und unterdrückter Dunkelheit.
Hedy nahm die Emotionen der Geisterstadt in sich auf und schloss ihre Augen. Sie beruhigte sich und ließ ihre Gedanken verstummen. Dann hörte sie kehlige Schreie und Weinen und Wimmern. Als sie ihre Augen wieder öffnete, konnte sie die orange glitzernden, zurückgebliebenen Erinnerungen der Menschen sehen, die sich in Schlamm und Regen in Stücke zerfetzten. Dann verschwand alles, und eine viel ältere Version ihres Stiefvaters winkte ihr aus einem der Häuser zu. Sie eilte zu ihm, nur um dann plötzlich innezuhalten, als sie erkannte, dass die Verwüstung mit ihren Gefühlen spielte, ihr Streiche spielte und sie Dinge sehen ließ, die unmöglich wahr sein konnten. Durch diese Begegnung wollte Hedy das Projekt beinahe abbrechen, aber sie war zum Herzstück einer Firma geworden, die ihre ganze Familie ernährte. Ihr Onkel Stephen sammelte weiter Reiseziele und nach einer Urlaubsreise mit dem Rucksack durch Indien widmete sich Hedy wieder den Grauen der Verwüstung. Dann, als sie einen verfluchten Bunker aus dem Zweiten Weltkrieg in den Alpen untersuchte, hörte Hedy jemanden leise auf Punjabi um Hilfe rufen. Schnee wirbelte im Bunker, als ein Tunnel plötzlich vor einem verschneiten Wald endete. Ein Horn erklang in der Ferne und verstummte dann wieder. Durch eine Wand von Schnee sah sie rote Lichter leuchten und ihr Herz sank ihr in die Hose, als sie zu einem kaputten blauen Auto eilte, das zwischen zwei gewaltigen Kiefern feststeckte. Durch die zerbrochene Windschutzscheibe sah sie ihre Eltern in einer Pfütze gefrorenen Bluts. Hedy verengte die Augen und sah winzige Dampfwolken von den zitternden blauen Lippen austreten. In Panik raste sie um das Wrack herum und versuchte alles, um sich hineinzudrängen oder mit Gewalt Zugang zu verschaffen. Aber ohne Erfolg. Als sie ihnen zurief, dass es ihr leid tat, dass sie krank war, dass der Unfall nur ihre Schuld gewesen war, öffneten sich ihre Augen und sie beantworteten einstimmig die Frage, die sie seit ihrem Tod beschäftigt hatte. Ja, Betty, wir haben gelitten. Mit einem herzzerreißenden Schrei ließ sich Hedy in den Schnee fallen, während sich eisige Ranken um sie legten und in eine Welt der endlosen Dunkelheit zerrten.